Mia und Mehmet brennen für Taekwondo. Sie möchten im nächsten Wettkampf erfolgreicher sein und machen deshalb Gewicht. Denn so könnten sie in einer niedrigeren Gewichtsklasse antreten. Aber was ist das Gewichtmachen überhaupt? Und haben die beiden damit wirklich einen Vorteil? Gewichtmachen ist der Verlust von Körpergewicht für den Wettkampf. Und das in sehr kurzer Zeit. 60% aller Sportlerinnen machen vor ihrem Wettkämpfen Gewicht und beginnen damit meist schon im Alter von 12 bis 14 Jahren. Mia und Mehmet wissen, dass es für das Gewichtmachen verschiedene Methoden gibt. Zum Beispiel weniger essen und trinken oder der Wasserverlust durch Schwitzen. Obwohl es weit verbreitet ist, hat das Gewichtmachen gravierende Auswirkungen. Eine unmittelbare Folge ist die Dehydration. Schon ab einem Wasserverlust von 2% verringert sich die Kraftausdauer. Danach sinken das Konzentrationsvermögen und die Muskelkraft. Gleichzeitig erhöht sich die Verletzungswahrscheinlichkeit. Bei 6% steigt das Risiko für einen gefährlichen Hitzschlag. Für den Körper ist die Dehydration eine starke Belastung. Und die häufigste Konsequenz sind Nierenprobleme. Schlimmstenfalls der Tod. Neben der Dehydration kann es noch mehr negative Effekte geben. Das Immunsystem wird geschwächt. Die Periode bleibt aus. Außerdem können Essstörungen oder depressive Stimmungen entstehen. Je mehr Gewicht man schnell vor einem Wettkampf macht, desto schlechter wird die Wettkampfleistung. Daher verliert Mia ihren Wettkampf. Mehmet dominiert zwar in seiner Gewichtsklasse, aber richtig freuen kann er sich nicht. Denn bald stehen der nächste Wettkampf und das nächste Gewichtmachen an. Aufgrund der hohen Risiken empfehlen ExpertInnen, auf das Gewichtmachen zu verzichten. Für die Sicherheit unserer SportlerInnen im Taekwondo müssen wir über dieses Thema sprechen. Lasst uns Taekwondo gesünder machen.